dezent geschärft mit mehr Komfort und modernisiert. Facelift nennen das die einen, Update die anderen. Und Renault nennt es schlicht der neue Kadjar. Der Kadjar glänzt seit 3 Jahren durch seine Problemfreiheit und sein fesches Design. Kritik im großen Stil gab es von Anfang an keine. Jedoch wünschte sich der eine oder andere Renault-Käufer eine feinere Ausstattung oder auch Allradantrieb. Renault scheint für diese Wünsche ein offenes Ohr zu haben, denn mit dem Kadjar Facelift kommt ein neues Modell namens Black Edition und das auf Wunsch auch mit Allrad. Doch der Reihe nach. Das Update betrifft alle Kadjar-Modelle und bringt eine kraftvollere Frontpartie mit. Hierzu gehört der dezent vergrößerte Kühlergrill mit Chromeinfassung, ebenso wie die überarbeitete untere Kühllufteröffnung in Trapezform. Flankiert wird diese von neu gestalteten Feldern für die Nebelscheinwerfer. Auch am Heck wurde aufgefrischt. Ähnlich der Frontpartie will man eben auch hintenrum einen strafferen Auftritt. Prägende Stilelemente sind hier insbesondere die Schultern des Kadjar. Sie wirken unverändert kraftvoll, allerdings mit LED-Technik im Abschluss wirken sie einfach moderner. Zwar wurde am Design noch weiter hier und da nachgezupft, jedoch sind Front und Heck definitiv die größten optischen Änderungen. Unter der Haube hat sich ebenfalls einiges getan. Unser Test-Kadjar kommt mit dem 1,3 Liter Benziner mit Partikelfilter, 140 PS und 7-Gang EDC Doppelkupplungsgetriebe. Mit seinen 140 PS kommt er auf 240 Newtonmeter Drehmoment und ist gut für einen 0 auf 100 Sprint in 9,6 Sekunden. Topspeed 203 km pro Stunde. Auch wenn es stärkere Motorvarianten gibt, mit 140 PS geht einem absolut nichts ab. Als Durchschnittsverbrauch gibt Renault 5,6 Liter auf 100 Kilometer an. Das Fahrverhalten des Renault Kadjar ist als tadellos zu bezeichnen. Der Kadjar ist im besten Sinn ein zu jedem Moment berechenbares Fahrzeug. Hier gibt es also keine spürbaren Veränderungen am Fahrwerk. Die Änderungen in der Fahrgastzelle fallen hier schon größer aus. Vor allem in der feinen Black Edition fällt die besonders sorgsame Auswahl der Materialien auf. So stechen die Alcantara-Sitze sofort ins Auge. Man sitzt darauf tatsächlich so gut, wie es aussieht. Generell kennzeichnen den Innenraum das 7 Zoll Touchscreen für das Online-Infotainment-System und die ergonomisch optimierten Bedienelemente für die Klimaanlage. Hier gibt es nichts zu meckern. Zu beklagen war bisher das Fehlen eines Allradsystems im Kadjar. In Österreich ist das durchaus ein Entscheidungskriterium beim Autokauf. Deswegen gibt es den Renault Kadjar ab sofort auch mit variablem 4WD-Antrieb. Hier wird das Übertragungsverhältnis zwischen Hinter- und Vorderrädern automatisch angepasst, um optimale Traktion und Sicherheit zu gewährleisten. Unter normalen Fahrbahnbedingungen fährt der Kadjar kraftstoffsparend mit Frontantrieb. Erst wenn die Traktion nachlässt, leitet eine elektronisch gesteuerte Mehrscheibenkupplung bis zu 50% des verfügbaren Drehmoments an die Hinterachse. Das macht aus dem Kadjar zwar keinen Offroader, jedoch einen durchaus kompetenten Allrounder. Die 4WD-Version ist übrigens nur mit dem 150 PS Dieselaggregat und Handschalter erhältlich. Unser Go-Fazit zum aufgefrischten Renault Kadjar? Der Kadjar erfreut seit 3 Jahren viele Österreicher und mit seinem Update werden es wohl noch einige mehr werden. Denn kompletter und besser war der Renault Kadjar noch nie zuvor.